Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Sitzung fortfahren. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 31, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Belastung der Schulen und der Lehrkräfte, Drucksache 19/4888. Vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als erster Redner hat Kollege Greilich von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist ja schön, wenn man schon mit Applaus begrüßt wird. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt im Laufe des Punktes entwickelt. Die Belastungssituation der Lehrkräfte, meine Damen und Herren, steigt stetig durch zunehmende Heterogenität, aber auch durch die Erwartungen, Ansprüche und Anforderungen, etwa durch die Übertragung von weiteren Erziehungsaufgaben an die Schulen, durch Eltern, durch potenzielle Arbeitgeber und weiterführende Bildungseinrichtungen und auch durch Politik und Gesellschaft. Das wollen wir nicht vergessen. Vielen Dank, Herr Kollege Klein. Diese Veränderungen wurden bereits mehrfach im Landtag thematisiert. Die Heterogenität ist dabei nicht beschränkt auf die Frage der besonderen Bedürfnisse von Schülern und die Frage nach Inklusion. Sie bezieht kulturelle, religiöse und soziale Unterschiede und solche in der Frage der Bildungsnähe ebenfalls mit ein. Diese Erkenntnis ist unmittelbar mit der Forderung nach bestmöglicher individueller Förderung aller Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren Begabungen und Fähigkeiten verknüpft. Ich denke, dieser Analyse und Situationsbeschreibung wird kaum jemand widersprechen. Aber, meine Damen und Herren, die Diskussion beginnt bei der Beantwortung der Frage, wie gehen wir mit der veränderten Situation um, wie lösen wir die Fragen, die aufgeworfen sind. Es geht dabei insbesondere darum, Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen genauso im Übrigen wie für die Lehrkräfte zu übernehmen und keinen der Beteiligten gegeneinander auszuspielen. Und hier müssen wir den Weckruf aus den Schulen, insbesondere auch aus den Frankfurter Grundschulen und von immer mehr Lehrern und Lehrerinnen in den letzten Wochen hören. Die Zeitungsveröffentlichungen zur Situationsbeschreibung nehmen kein Ende. Das haben Sie selbst verfolgt. Dabei geht es um die permanente Überlastung, die kaum noch Raum für die notwendige individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler lässt. Und Grund dafür ist, dass von den vorhandenen Lehrerinnen und Lehrern abgefordert wird, ohne ausreichende Ressourcen alles zu leisten, was sich Schwarz-Grün so auf den Wunschzettel geschrieben hat. Die Forsa-Umfrage, die der Verband Bildung und Erziehung vor wenigen Tagen am 22. Mai vorgestellt hat, ist ein weiteres Warnsignal, wenn die Schlussfolgerung darin lautet, dass die Politik, ich zitiere das wörtlich, das Vertrauen der Lehrkräfte in die Inklusion zurückgewinnen muss. Es muss uns doch mehr als nachdenklich machen, wenn nur gut die Hälfte der Lehrkräfte, 54% in 2017 gegenüber 57% in 2015, die gemeinsame Unterrichtung von allen Kindern mit und ohne Behinderung für grundsätzlich sinnvoll hält. Das zeigt, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser gemeinsames Ziel der bestmöglichen Förderung jedes einzelnen Kindes erreichen wir nur, wenn wir auch die ausreichende Hinterlegung mit Ressourcen schaffen. Und die haben wir momentan nicht, wie mehrere Anfragen der Opposition im Landtag herausgearbeitet haben und durch die Landesregierung unter anderem ja auch mit dem Konzept bzw. Maßnahmenpaket zur Gewinnung von Lehrkräften bestätigt wurde. Also müssen wir konsequent auch ganz einfach eingestehen, dass z.B. die zur Umsetzung der Inklusion notwendigen Ressourcen derzeit weder vorhanden sind noch kurzfristig geschaffen werden können. Es gilt hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, keine Luftschlösser zu bauen. Momentan stehen schlicht nicht die Lehrkräfte zur Verfügung, um die Bedarfe abzudecken. Damit stellt sich im Übrigen auch die Frage, wie die 210 eingeplanten neuen Stellen für die Inklusionsbündnisse, die erst einmal sehr erfreulich klingen, in der Praxis realisiert werden sollen, wenn heute schon über 70 Förderschullehrkräfte fehlen und die Situation sich nicht entspannt, sondern der Bedarf steigt. Ich wiederhole deshalb, wer sich nicht an der Qualität, an der Zukunft unserer Kinder versündigen will, darf nicht an der Qualität der Bildung sparen. Verlierer
sind sonst nämlich letztendlich alle Schüler, wenn die notwendigen Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt werden. Daher muss der Ressourcenvorbehalt weiter und uneingeschränkt gelten. Auch Sie müssen sich und den Menschen in Hessen eingestehen, solange die Ressourcen nicht ausreichen, kann Inklusion nicht flächendeckend umgesetzt werden. Wir sind für eine Bildungspolitik, die sich klar am Kindeswohl orientiert. Und deshalb gilt, kein Schüler darf unter halbherzig mit der Brechstange umgesetzter Inklusion leiden. Die schon zitierte Umfrage im Auftrag des VBE ergab bezüglich der Frage nach dem Erhalt von Förderschulen, und das hängt ja ganz eng damit zusammen, ich zitiere wörtlich, die überwältigende Mehrheit der Lehrer, 97%, ich wiederhole, 97%, spricht sich dafür aus, auch bei Einrichtung eines inklusiven Schulsystems die bisherigen Förder- und Sonderschulen komplett oder mindestens teilweise zu erhalten. Nur 2% halten Förder- und Sonderschulen perspektivisch für entbehrlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Schulen gehören zu unserem Schulsystem, und sie müssen als Wahlmöglichkeit orientiert am Bedarf unbedingt erhalten bleiben. Und wer sich dieser zwingenden Schlussfolgerung noch entziehen will, den darf ich mit, vielleicht mit ein paar Zitaten aus einem Leitartikel aus der FAZ von Heike Schmoll vom 23. Mai 2017 in die Realität zurückholen. Das heißt dort wirklich wörtlich, der ideologische Kurzschluss, dass sich behinderte Kinder nur unter Regelschülern gut entwickelt, dies sei ein ideologischer Kurzschluss. Häufig genug aber bewahrheitet sich das Gegenteil davon. Ausgrenzung, Hohn und Spott, mangelnde Förderung und eine unlösbare Überforderung der Lehrer machen die Schule für viele Betroffene zur Hölle. Das heißt dann noch weiter, die Gruppe derer, die am meisten Aufmerksamkeit braucht, wird immer größer. Das sind Kinder mit emotional-sozialer Entwicklungsstörung, die man früher als schwer erziehbar bezeichnet hätte. Zwischen 2005 und 2015 ist diese Gruppe um 86% auf jetzt 85.500 gestiegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das bedeutet schlichtweg, dass die befragten Lehrer recht haben. Mindestens auf absehbare Zeit gilt, Förderschulen müssen erhalten werden, um eine bestmögliche Förderung eines jeden Kindes gewährleisten zu können. Und das ist die erste wichtige Feststellung, die wir im Interesse der aller Kinder in Hessen gemeinsam treffen sollten. Zum Zweiten gilt, mit Blick auf die Situation an den Schulen vor Ort, ist es dringend notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, die die Über- bzw. Belastungen aufgreifen und beheben. Wenn sich die grundlegend richtige Zielsetzung ins Negative verkehrt und es zur Ablehnung durch Lehrkräfte, aber auch durch Schülerinnen und Schüler und Eltern kommt, dann haben wir unseren Kindern und dem Thema Inklusion einen Bärendienst erwiesen. Und deshalb muss, ich wiederhole das, gelten, solange die Ressourcen nicht ausreichen, kann Inklusion nicht vollständig umgesetzt werden und erfährt ihre Grenzen. Dies darf auch die Politik der Landesregierung nicht leugnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Koalition, Inklusion ist ein wichtiges politisches Thema, wie man auch an der Diskussion in anderen Bundesländern, z. B. in Nordrhein-Westfalen, sehen konnte. Wenn Sie die Bemühungen um inklusiven Unterricht nicht bewusst scheitern lassen wollen, dann räumen Sie endlich ein, dass es so wie jetzt nicht geht. Inklusion ist viel zu wichtig, als dass man sie mit der Brechstange umsetzen und damit zum Scheitern bringen dürfte. Vor diesem Hintergrund haben wir konkrete Forderungen aufgegriffen und fordern ihre Umsetzung. Erhöhte Ressourcen und verstärkte Zusammenarbeit der unterschiedlichen Professionen, wie z. B. Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, Integrationshelfer und Therapeuten mit den Lehrerinnen und Lehrern. Keine Aushöhlung des Ressourcenvorbehalts und keine Reduzierung der Entscheidungsspielräume der Kommunen durch die mit der Schulgesetznovelle erfolgte Neuregelung der Grundlagen für die Inklusion, auch wenn in Einzelfällen dann eine inklusive Beschulung der Regelschule derzeit noch nicht möglich ist. Eine umfassende, neutrale wissenschaftliche Evaluation der Erfahrungen aus den Modellregionen Inklusion und entsprechende Vergleiche und nicht zuletzt die Ausbildung von Lehrkräften im Umgang mit der Heterogenität, denn auch dort liegt vieles noch im Argen. Ich will, da meine Redezeit sich langsam dem Ende zuneigt, zum Schluss nur noch zwei Punkte in aller Kürze ansprechen. Der erste, auch die Klagen bezüglich der zunehmenden Bürokratisierung und Kontrollwut durch die Hessische Kultusverwaltung und das Ministerium müssen ernst genommen werden.
Dazu ist es notwendig, die Lehrerinnen und Lehrer von bürokratischen Lasten zu befreien. Das ist am einfachsten zu erreichen durch die Reduzierung der aktuell übersteigerten Kontrollbedürfnisse des Kultusministeriums. Aber wenn Sie sich davon nicht freimachen können, dann müssen Sie halt in den sauren Apfel beißen und zusätzliche Personalkapazitäten zur Bewältigung des bürokratischen Zusatzaufwands schaffen. Und der zweite Punkt. Auch die Beschulung in den Intensivklassen und Kursen sowie in den Alphabetisierungsklassen für junge Flüchtlinge erfordert besondere Kompetenzen und Vorbereitung. Sie erfordert vor allem aber auch Flexibilität und den Willen, sich mit Themen wie z.B. Analphabetismus ernsthaft auseinanderzusetzen. Solange das Ministerium hier an starren und von den Schulen teilweise als willkürlich und ausschließlich fiskalisch zu erklärenden zahlenmäßigen Grenzen festhält, kann dies nicht gelingen. Das erzeugt viel mehr Probleme und behindert den Erfolg der Schulen. Herr Kollege, Sie müssten zum Ende Ihrer Rede kommen. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es reicht nicht, wohlfeil die ohne Frage zutreffende Aussage zu treffen, dass die Lehrerinnen und Lehrer die wahren Helden unserer Zeit sind. Wichtig ist, dass diesen Worten auch Taten folgen. Machen Sie den Schulen den Weg frei und zeigen Sie so echte Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer und ihrer Schulleitungen in der pädagogischen Arbeit. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schwarz von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Ich bin der FDP sehr dankbar für diesen Setzpunkt. Es bietet Gelegenheit, ein paar Dinge gerade zu rücken. Deswegen will ich voranstellen, die Landesregierung und Schwarz-Grün gewährleisten durch die kontinuierlichen Bildungsoffensiven bestmögliche Rahmenbedingungen für die hessischen Schulen und die hessischen Lehrkräfte. Es ist richtig, mit den gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten gehen Veränderungen einher, natürlich auch Herausforderungen für die Schulen und die Lehrkräfte. Da sind wir uns völlig einig. Richtig ist, wir haben mit großer Entschlossenheit und großer Konsequenz genau auf diese Veränderungen reagiert. Richtiger ist noch, wir agieren. Wir sind hier vor der Lage und nicht, Herr Kollege Greilich, wie Sie eben versucht haben zu beschreiben, hinter der Lage. Tatsache ist, von den ihm erwähnten Sparansätzen dieser Landesregierung und der schwarz-grünen Koalition kann keinerlei Rede sein. Und die Erhöhung der Ressourcen, die Sie einfordern, praktizieren wir. Deswegen will ich einmal die Gelegenheit nutzen, zu skizzieren, was alles geschieht. Innerhalb der letzten 3,5 Jahre haben wir 2.500 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen. Das sind so viele Lehrer bei so wenigen Schülern wie nie zuvor. Und da können wir stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Wir haben den Bildungsetat im Haushaltsjahr 2017 um 75 Millionen € erhöht, sodass in Summe knapp 5 Milliarden € zur Verfügung stehen. So viel Geld wie nie zuvor, meine Damen und Herren. Das Statistische Bundesamt hat im letzten Jahr ermittelt, dass wir in Hessen pro Schüler pro Jahr 6.700 € ausgeben. Das ist deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Und Herr Kollege Greilich, die von Ihnen genannten Schwerpunkte Heterogenität, Inklusion, Ganztag etc. in Ihren Punkten 1 und 2 Ihres Antrags, denen begegnen wir mit der erhöhten Zuweisung von Ressourcen. Und deswegen schauen wir auch einmal genau hin, was wir da machen. Schauen wir auf die Initiative, die wir gemeinsam ergriffen haben bei der Beschulung von Flüchtlingen, bei der Beschulung in DATS, Intensiv- und in TH-Klassen. In Summe stehen hier 925 Stellen derzeit zur Verfügung. 40 Millionen € allein haben wir über den Aktionsplan zur Verfügung gestellt. Und, Herr Kollege Greilich, auch das sei erwähnt, alleine an den Grundschulen zum zweiten Halbjahr 2017 sind zusätzliche Stellen, nämlich 50 für Integrationsindex, zur Verfügung gestellt worden. Stichwort Sozialindex. Hier haben wir derzeit 480 Stellen, stetig aufwachsend, alleine 164 Stellen davon nur bei den Grundschulen. Die Grundschulen erhalten fernerhin Zuschläge zur Grundunterrichtsversorgung je nach Klassengröße von bis zu 1,5
Stunden pro Woche. Reden wir einmal über den Ganztag. Im Schuljahr 2017/18 stehen hier 2.400 Stellen zur Verfügung. 223 Stellen sind da jetzt schon mit eingerechnet, die da zuwachsen. Das ist noch einmal 10% on top. Zum wiederholten Mal eine kontinuierliche Steigerung. Und auch das sei erwähnt, von den 550 Grundschulen, die derzeit Ganztagsangebote vorhalten, haben die Schulen alleine 860 Stellen über die Stellenzuweisung des Ganztags erhalten. Damit sind zwei Drittel aller Schulträger im Bereich des, Pakt für das, dem Nachmittag unterwegs. Das zeigt, wie attraktiv dieses Programm und wie erfolgreich dieses Programm tatsächlich ist. Reden wir weiter über die Grundschulen. Die werden nämlich auch in der Führung, in der Schulleitung unterstützt. 2014 sind für die Übernahme von Leitungsstellen 755 Stellen gehoben worden, alleine 417 Stellen nach A14. Das zeigt auch die Wertschätzung der Leitungsfunktion gegenüber. Und im Übrigen haben wir die Kürzung der Pflichtstunden ab dem 1.7. um eine halbe Stunde vorgenommen. Das entlastet alle. Also, auch dort ist Ihr Vorstoß, Ihr Wunsch nach Entlastung und Unterstützung ins Leere gelaufen. Das machen wir nämlich bereits. Jetzt hatten Sie ja in Ihrem Hauptteil, wenn ich Sie recht verstanden habe, über das Thema Inklusion, inklusiven Unterricht gesprochen. In den letzten Jahren haben wir hier eine Steigerung von über 30%, nämlich von 1.600 Stellen auf 2.200 Stellen nur für inklusive Beschulung. Viele, ganz viele Stellen davon sind an den Grundschulen verortet. Allerdings, eines will ich deutlich sagen, weder Ganztagsschulen noch Inklusion sind ein Allheilmittel für die bildungspolitischen Herausforderungen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und dann komme ich sehr gerne auf Ihren Punkt zu sprechen. Die UN-Behindertenrechtskonvention beschreibt ja ein Ziel. Ziel ist nämlich die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und Einschränkung an der Gesellschaft. Und da bin ich sehr bei Ihnen. Das kann möglicherweise besser oder genauso gut auch an Förderschulen erzielt und erreicht werden. Und ich sage in aller Deutlichkeit, die Förderschulen sind und bleiben ein systemrelevanter Punkt in unserem Schulsystem. Daran wird nicht gerüttelt. Wir brauchen die Förderschulen. Wir wertschätzen die vorzügliche Arbeit, die dort geleistet wird. So, jetzt gucken wir einmal genau hin, nämlich mit den inklusiven Schulbündnissen, die wir begonnen haben, die wir sukzessive ausbauen, finanzieren wir beide Systeme. Einerseits den inklusiven Unterricht, andererseits aber auch die Förderschulen. Ich glaube, das ist sehr vernünftig und sehr richtig so. Beide Systeme werden bedarfsgerecht mit Ressourcen ausgestattet. Deswegen will ich an dieser Stelle zum Thema Inklusion mal sehr deutlich sagen, Inklusion mit der Brechstange gibt es mit uns nicht. Inklusion mit der Brechstange kann auch nicht funktionieren. Da gibt es in der Tat Beispiele von Nachbarländern, wo es so nicht geklappt hat. Genau daran orientieren wir uns nicht, sondern wir machen das anders. Eltern sollen bei Inklusion Wahlfreiheit haben. Belehrungen können gegen die Erfahrung nie gewinnen. Das ist einfach so. Wir müssen dringend dazu beitragen, dass natürlich nicht vor Ort die Wahrnehmung ist, dass die Menschen sich überfordert fühlen. Genau deswegen leisten wir auch so viel an Unterstützungsmaßnahmen, im Übrigen auch im Bereich der Fort- und der Weiterbildung. Da bin ich bei dem Stichwort, das Sie eben angesprochen haben, Gewinnung von Lehrkräften. In der Tat, alle Bundesländer werben um Förderschullehrer. Das ist kein hessisches Phänomen. Nur unsere Versorgung mit Förderschullehrern an den inklusiv arbeitenden Schulen und den Förderschulen selbst ist deutlich, deutlich besser als andernorts. Wir haben, da werden wir uns hier gleich im nächsten Tagesordnungspunkt noch einmal darüber austauschen können, natürlich entsprechende Maßnahmen nicht überlegt, sondern setzen sie bereits um im Bereich der
Gewinnung von Verlängerung von in Ruhestand befindlichen oder bald in Ruhestand gehenden Lehrkräften, aber auch mit Weiterbildungsmaßnahmen in diesem Bereich. Also, wir machen keine Radikalinklusion, wir machen keine Zwangsganztagsschulen. Das gibt es mit Schwarz-Grün nicht, sondern wir gucken sehr genau hin, wie sind die Bedarfe, wie laufen die Geschäfte vor Ort, und wir sprechen täglich mit den Schulleitungen, und das ist auch gut und vernünftig so. Deswegen, weil meine Redezeit auch sich dem Ende nähert, Schwarz-Grün beschreibt nicht die Probleme, sondern Schwarz-Grün nimmt die Herausforderungen als Chancen auf, dass sich die veränderten gesellschaftlichen Herausforderungen darstellen und dass wir sie angehen müssen. Da sind wir, glaube ich, uns in diesem Hause sehr einig. Deswegen halten wir die drittkleinsten Klassen in der ganzen Bundesrepublik vor. Deswegen sind wir auch die Einzigen, die die 105 % vorhalten. Und das sei dann auch noch einmal zugerufen, aus den 105 %, das machen wir nur in Hessen, gewinnen die Grundschulen alleine 370 Stellen hinzu. Das muss man auch gelegentlich einmal platzieren. Wenn Sie einmal nach Rheinland-Pfalz schauen, wenn ich richtig sehe, Herr Kollege Greilich, sind Sie ja an der Regierung dort beteiligt, arbeitet Rheinland-Pfalz derzeit daran, die 100-Prozent-Marke irgendwann einmal zu erreichen bis zum Ende der Legislaturperiode. Vielleicht können Sie da einmal Ihre Bedenken anmelden. Da ist noch viel zu tun. Da brauchen wir keine Empfehlungen Ihrerseits, sondern was Sie fordern, das machen wir bereits mit großer Tatkraft, großer Genauigkeit. Wir geben die Unterstützungsangebote und, meine Damen und Herren, wir halten attraktive Rahmenbedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer in Hessen, attraktive Arbeitgeber und attraktive Besoldung. All das gehört zusammen, und wir werden nicht müde, uns weiter in diesem Bereich sehr, sehr zu engagieren und auch in Zukunft jeden Bedarf, der erkennbar wird, offensiv anzugehen und im Sinne der Schülerinnen und Schüler, im Sinne von individueller Förderung und im Sinne eines guten Schulklimas zu lösen. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Schwab. Bevor wir in der Debatte fortfahren, möchte ich auf der Besuchertribüne begrüßen den Botschafter der Republik Kroatien, seine Exzellenz Herr Ranko Vilovic, sowie den Herrn Generalkonsul Vladimir Duvrik. Herzlich willkommen im Hessischen Landtag. Als nächste Rednerin hat sich für die Fraktion DIE LINKE Frau Faulhaber zu Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Greilich, hier ist Ihnen ja ein besonderer Coup gelungen. Dieser Antrag ist ein ausgesuchtes Beispiel für scharfsinnige FDP-Logik. Hätten Sie es bei der Überschrift und beim Punkt 1 Ihres Antrags belassen, hätte ich Ihnen für diesen Vorstoß sogar applaudieren können. In diesem Punkt 1 kommen Sie zu der richtigen Feststellung, dass Zusatzaufgaben an Schulen unbedingt und auch mit zusätzlichen Ressourcen unterlegt werden müssen. Aber die danach folgenden Schlussfolgerungen, die sind wirklich abenteuerlich. Sie können doch nicht allen Ernstes feststellen, dass die Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher eine wichtige Aufgabe ist, und dann fordern Sie, es sein zu lassen, weil nicht ausreichend Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen eingestellt sind. Sie können doch nicht allen Ernstes anerkennen, dass Inklusion nötig ist, und dann schlussfolgern Sie aber lieber zu verschieben und alles beim Alten zu lassen. Sie bemängeln einerseits fehlende Ressourcen für die Umsetzung der Inklusion, aber wollen den Ressourcenvorbehalt beibehalten. Ja, um was? Um Inklusion zu verhindern. Sehen Sie die Sache doch einmal ungeschminkt und eiern Sie nicht herum, Herr Greilich. Weil dieses ich habe doch noch nicht gesagt, warum.
weil diese Landesregierung genau wie die vorherige in ihrer Fraktion, genau wie die vorherige, in der ihre Fraktion die Kultusministerin gestellt hat, nicht zukunftsweisend gearbeitet hat und nicht ausreichend in Schulen und in Lehrkräfte investiert hat, sind heute die fehlenden Ressourcen überhaupt hier ein Thema. In Ihrer Presseerklärung vom 11. Mai, mit der Sie den Antrag vorgestellt haben, lautete die erste Bemerkung, Landesregierung gefährdet mit permanenter Überlastung individuelle Förderung der Schüler. So, jetzt wäre ja eigentlich die logische Schlussfolgerung aus so einer Feststellung, die Überlastung abzubauen statt die individuelle Förderung. Aber das Gegenteil fordern Sie hier. Sie verzichten lieber auf ein inklusives Schulsystem, statt die Rahmenbedingungen so zu fordern, dass inklusive Förderung nicht mit einer Überlastung der Lehrkräfte einhergeht. Herr Greilich, Sie haben die vielen Brandbriefe aus den Schulen doch auch gelesen, die uns in den letzten Monaten erreicht haben. In keinem dieser Briefe stand, man solle es langsamer angehen lassen mit der inklusiven Beschulung oder mit dem Spracherwerb geflüchteter Kinder und Jugendlicher. In den Briefen wurden mehr Ressourcen gefordert, mehr Unterstützung vom Kultusminister. Und auch nur so kann man vorgehen. Fortschritt kann durch Zurückrudern nämlich nicht erreicht werden. Ja, Sie rudern nirgends hin, das ist klar. Und es stimmt, dass wir händeringend nach Lehrkräften suchen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Aber dann muss man doch unverzüglich bessere Rahmenbedingungen schaffen und nicht nur Lobeshymnen auf sich selbst singen. Man muss die Bezahlung der Grundschullehrkräfte endlich anpassen. Was hat das mit dem Bundesland zu tun? Meine Mutter hat immer gesagt, orientier dich nicht an den Schlechteren. Da hat sie recht gehabt. Man muss die Pflichtstunden. Ihr seid nicht besser. Der Herr Schwarz zum Beispiel, der hält immer die gleiche Rede. Was ist denn daran besser? Es ist doch immer die gleiche Rede. Wir sind gut, wir machen alles am besten. Toll, klasse, super. So. Herr Bach sei da wenigstens noch. Man muss die Bezahlung der Grundschullehrkräfte endlich anpassen. Man muss die Pflichtstunden reduzieren. Man muss nicht nur Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen holen, sondern vor allem auch für Entlastung sorgen. Dazu braucht es Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Schulpsychologen. Und würden diese ausreichend eingestellt, würde die Überlastung zu einem großen Teil schon aufgefangen werden. Das kann ich Ihnen auch sagen. Und natürlich muss man die Stellen schon einmal schaffen und im Haushalt festlegen, unabhängig davon, ob man sie sofort besetzen kann. Das ist nämlich die politische Weichenstellung, die nötig wäre. Dass Sie hier die Beibehaltung des Ressourcenvorbehalts fordern, liebe FDP, das ist ziemlich entlarvend. Denn dieser Ressourcenvorbehalt ist das große Stoppschild für die Inklusion in Hessen. Und mit solchen Forderungen versucht nun die FDP, auch jeden noch so kleinen Fortschritt kleinzureden und zu blockieren. Und noch etwas. Mich verwundert es sehr, dass Sie nur eine Woche nach Verabschiedung des novellierten Schulgesetzes hier so einen Rundumschlag machen. Immerhin war es die FDP, die als einzige Oppositionsfraktion dem Schulgesetz zugestimmt hat. Die Kritik, die Sie jetzt äußern, hätten Sie im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ja wenigstens einmal andeuten können. Das finde ich jedenfalls eine ziemlich seltsame Vorgehensweise, und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Faulhaber. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht nun Herr Wagner. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unsere Schulen sind vielfältig herausgefordert. Wer will das in einer so komplizierten und vielfältigen Gesellschaft, wie wir sie in Deutschland und in Hessen haben, bestreiten? Wir stehen vor der Daueraufgabe, mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu verwirklichen, damit der Bildungserfolg nicht mehr von dem sozialen Hintergrund der Eltern abhängt. Wir stehen vor der Herausforderung, die vielen Flüchtlinge, die vor Terror, vor Gewalt geflohen sind, in unsere Gesellschaft und natürlich in unser Schulsystem zu integrieren.
Wir stehen vor der Herausforderung, ein inklusives Schulsystem zu verwirklichen, in dem Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen gemeinsam zur Schule gehen wollen. Das sind die Herausforderungen. Das sind einige der Herausforderungen, vor denen unser Bildungssystem zweifelsohne steht. Und alle Parteien in diesem Landtag haben das ja auch erkannt. Und es ist ja nicht so, dass die Schulen mit diesen Aufgaben alleine gelassen werden, sondern wir bringen ja Verbesserungen auf den Weg, um die Schulen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Und ich will hier einiges ansprechen. Wir haben allein in den vergangenen drei Jahren 2.500 neue Lehrerstellen geschaffen, um die Schulen bei der Bewältigung dieser Aufgaben zu unterstützen. Wir haben bei der Integration gesagt, wir schaffen ein systematisches Sprachförderprogramm und Sprachförderunterstützungssystem für die Schulen mit den Intensivklassen, mit den Intensivkursen, mit InteA. Es ist nicht so, dass wir die Schulen alleine lassen, sondern wir unterstützen sie bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Wir sehen, dass es eine ganz vielfältige Schülerschaft gibt, dass die Bedingungen, die Schülerinnen und Schüler mit in die Schule bringen, sehr unterschiedlich sind. Und genau deshalb haben wir ja die Lehrerzuweisung nach Sozialindex auf den Weg gebracht und stocken die immer weiter auf, weil Schulen, die Aufwendigeres leisten, die müssen auch besser unterstützt werden. Meine Damen und Herren, genau das tun wir. Genau hier unterstützen wir die Schulen, meine Damen und Herren. Und die FDP sollte da ihr Licht auch gar nicht unter den Scheffel stellen. Auch Sie haben zu Zeiten, wo Sie die Kultusministerin gestellt haben, die Schulen unterstützt. Ich darf an die 105% Lehrerversorgung erinnern. Das war ausdrücklich richtig. Sie haben die Klassengrenzen gesenkt, die Klassenhöchstgrenzen gesenkt. Das war ausdrücklich richtig. Warum erwecken Sie dann heute das Bild, dass die Schulen mit all diesen Herausforderungen alleingelassen würden, meine Damen und Herren? Sie sollten Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Sie sollten aber auch zu Ihrer Verantwortung stehen. Und wenn Sie heute kritisieren, dass in Hessen zu wenig Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet sind, dann fällt das ja auf Ihre Kultusministerinnen zurück. Wir haben eine durchschnittliche Ausbildungsdauer bei den Lehrern von 5 bis 7 Jahren. Von 5 bis 7 Jahren. Das heißt, Herr Kollege Greilich, Frau Kollegin Beer als frühere Kultusministerin, die Lehrerinnen und Lehrer, die uns heute fehlen, die hätten Sie ausbilden müssen in Ihrer Amtszeit. Und deshalb stehen Sie zu Ihrer Verantwortung, die wir an dem Punkt die Sie an dem Punkt für die schwierige Situation unserer Schulen haben. Herr Kollege Greilich, Sie kritisieren den bürokratischen Aufwand in den Schulen. Ja, da können wir und müssen wir besser werden. Aber es war doch die FDP, die den bürokratischen Aufwand für unsere Schulen mit dem Landesschulamt auf die Spitze treiben wollte. Sie sind wirklich der schlechteste Ratgeber, um über Bürokratie im Bildungssystem zu reden. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, stehen Sie zu Ihrer Verantwortung für Inklusion? Es waren doch Ihre Ministerinnen, die völlig zu Recht damit begonnen haben, Inklusion in den Regelbetrieb an unseren Schulen zu überführen. Das war eine richtige Entscheidung von Dorothea Hensler. Es war eine richtige Entscheidung von Nicola Beer, das zu tun. Die Rahmenbedingungen, unter denen die Schulen arbeiten, gehen zurück auf die Amtszeit Ihrer Kultusministerin. Dass Sie davon jetzt nichts mehr wissen wollen, spricht gegen Sie, aber es spricht nicht gegen Inklusion, meine Damen und Herren. Und es ist richtig, wir müssen die Rahmenbedingungen für Inklusion verbessern. Wir müssen das weiterentwickeln, was Nicola Beer und Dorothea Hensler auf den Weg gebracht haben. Und genau das tun wir jetzt ja auch, meine Damen und Herren. Deshalb machen wir die inklusiven Schulbündnisse. Deshalb greifen wir die Kritik, die es an der Inklusion gibt, auf und versuchen, die Schulen noch besser zu unterstützen. Ich will das sehr konkret machen. Viele haben uns gesagt, ein großes Problem bei der Umsetzung von Inklusion ist,
dass die Förderschullehrkräfte im inklusiven Unterricht an mehreren allgemeinen Schulen im Einsatz sind und somit von Schule zu Schule pendeln müssen. Genau das ändern wir jetzt und sorgen mit den inklusiven Schulbündnissen dafür, dass Förderschullehrkräfte in der Regel mit vollen Stunden Deputat an einer Schule sind. Wir unterstützen also unsere Schulen und entwickeln diese Ansätze weiter, meine Damen und Herren. Und dann sagt die FDP, bei Inklusion will sie beides gleichzeitig. Einerseits fordern Sie in Ihrem Antrag, Sie wollen mehr Förderschullehrkräfte im inklusiven Unterricht. Das ist ausdrücklich richtig. Das bringen wir auf den Weg. Und Sie wollen gleichzeitig im selben Antrag den Ressourcenvorbehalt, also dass die Zuweisung für den inklusiven Unterricht gedeckelt wird. Das passt überhaupt nicht zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Umgekehrt wird ein Schuh drauf. Dadurch, dass wir die getrennte Lehrerzuweisung für Förderschulen und für inklusiven Unterricht aufgehoben haben, haben wir überhaupt erst die Voraussetzungen geschaffen, dass mehr Lehrkräfte in den inklusiven Unterricht gehen können, und haben hier Ihre FDP-Politik an einem entscheidenden Punkt bei der Umsetzung von Inklusion verbessert, meine Damen und Herren. Und dann sagen Sie, das ist alles jetzt so schwierig in der Umsetzung. Und wie gehen wir jetzt mit der Herausforderung um? Und wie gehen wir mit der Situation um, die wir unbestreitbar in ganz Deutschland haben, dass es einen Engpass auf dem Arbeitsmarkt für Lehrkräfte gibt? Und die Antwort der FDP darauf, wie man mit Herausforderungen umgeht, ist, wir lassen es. Wir verabschieden uns von unseren Zielen. Wir versuchen, die Ziele nicht mehr zu verwirklichen. Wir unterziehen uns nicht der Mühe, neue Antworten zu finden, sondern Sie sagen, wenn es schwierig ist, macht sich die FDP vom Acker, und wir geben dann das Ziel der Inklusion auf. Das kann es doch nicht sein, meine Damen und Herren. Das ist doch eine Kapitulation der FDP-Bildungspolitik, die Sie hier heute beschrieben haben. Und ich will Sie einmal fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wenn Sie sagen, wenn es schwierig wird, machen wir uns vom Acker. Wenn es schwierig wird, dann wollen wir Inklusion nicht mehr umsetzen. Dann wollen wir nicht mehr, dass Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam zur Schule gehen. Dann frage ich Sie einmal, würden Sie den gleichen Vorschlag machen, wenn wir eine schwierige Situation bei der Abdeckung des Mathe- oder des Deutschunterrichts an unseren Schulen hätten? Würden Sie die gleiche Antwort geben, Herr Kollege Greilich, wenn wir einen leergefegten Lehrerarbeitsmarkt für Deutschlehrer oder für Mathelehrer haben? Wäre die Antwort der FDP dann zu sagen, dann lassen wir es mit dem Matheunterricht, dann lassen wir es mit dem Deutschunterricht? Nein, das würden Sie nicht sagen, sondern Sie würden alles tun, damit wir auch hier eine Unterrichtsversorgung hinbekommen. Und was für den Matheunterricht gilt, was für den Deutschunterricht gilt, das muss unbedingt auch dafür gelten, dass Kinder mit Behinderungen gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gemeinsam zur Schule gehen. Und dass Sie hier einen Unterschied machen, das zeigt, welch Geisteskind Sie eigentlich in dieser Debatte sind und worum es Ihnen eigentlich geht, meine Damen und Herren. Ja, unsere Schulen sind herausgefordert. Herausforderungen sind dafür da, dass sie gelöst werden. Herausforderungen sind dafür da, dass wir in der Politik die Rahmenbedingungen verbessern. Es gibt mindestens eine Fraktion, die sagt, wenn es schwierig wird, machen wir uns vom Acker. Das sind die Freien Demokraten in diesem Haus. Das ist nicht die Politik dieser Landesregierung, das ist nicht die Politik der CDU, das ist nicht die Politik der GRÜNEN, sondern wir stehen dazu, auch wenn es schwierig wird, und versuchen auch dann, unsere Schulen bestmöglich zu unterstützen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke schön, Herr Wagner. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Greilich, FDP-Fraktion, gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Wagner, ich habe ja von der linken Seite nichts anderes erwartet, als dass man sagt, Freibier für alle, und wir machen uns die Welt so, wie sie uns gefällt. Aber dass Sie als Fraktionsvorsitzender einer Koalitionsfraktion, der die Realität an den Schulen zur Kenntnis nehmen muss,
sich hier hinstellen und versuchen, einfach die Argumentation herumzudrehen. Das ist schon bemerkenswert. Wenn jemand sich die Welt so macht, wie sie ihm gefällt, dann sind Sie das. Das lässt sich relativ einfach beschreiben. Wenn man die Realität beschreibt, dass nämlich an den Schulen die Ressourcen nicht vorhanden sind, um Inklusion flächendeckend umzusetzen, dann sagen Sie, man wolle Inklusion nicht. Nichts aus meiner Rede rechtfertigt diese Interpretation. Das wissen Sie auch selbst. Sie haben nur natürlich versucht, irgendwo den Popanz aufzubauen. Wir wollen Inklusion. Aber wir wollen Inklusion so schrittweise umsetzen, wie die zusätzlichen Ressourcen bereitgestellt werden können. Das ist der entscheidende Punkt. Und da sind Sie eben ausgewichen, weil Sie nicht gesagt haben, wie das passieren soll, wie Sie die Probleme an den Schulen lösen wollen, wie Sie dafür sorgen wollen, dass die Lehrer nicht mehr unter der Last zusammenbrechen, die sie durch eine flächendeckende Forderung nach Umsetzung der Inklusion heute bringen. Ich habe Ihnen die Umfragen genannt. Wenn die Mehrzahl der Lehrer sagt, wir können heute mit den heutigen Mitteln Inklusion nicht umsetzen. Und wenn Sie sagen, wer diese Tatsache beschreibt, wolle keine Inklusion, dann legen Sie in der Tat die Grundlage dafür, dass das Projekt Inklusion scheitern wird, weil Sie nämlich dafür sorgen, dass die Menschen nicht zu dem Ergebnis kommen, das funktioniert nicht. Und das wollen wir gerade nicht, und deswegen wollen wir nicht etwa die Aussetzung der Inklusion, das wissen Sie auch ganz genau, sondern wir wollen, dass schrittweise, Stück für Stück umgesetzt wird, so wie wir die Ressourcen aufbauen können. Dafür haben wir in der letzten Legislaturperiode gestanden. Dafür stehen wir auch heute. Sie versuchen es mit der Brechstange. Danke, Herr Greilich. Herr Wagner, Sie haben sicherlich Gelegenheit zur Antwort. Herr Kollege Greilich, zu Ihrer Regierungsverantwortung waren die Ressourcen für Inklusion gedeckelt, also begrenzt. Das nannte man Ressourcenvorbehalt. Sie haben also mutwillig dafür gesorgt, dass der Inklusion nicht genügend Stellen zur Verfügung stellen. Jemand, der eine solche Politik gemacht hat, auf deren Grundlage viele Elternwünsche für Inklusion abgelehnt wurden, der ist nicht sehr glaubwürdig, wenn er jetzt auf einmal so tut, als sei er für mehr Ressourcen für Inklusion, Herr Kollege Greilich. Der ist nicht sehr glaubwürdig. Sie fragen, wie wollen wir Inklusion umsetzen? Das will ich Ihnen sagen, indem wir gesagt haben, für den inklusiven Unterricht steht künftig die gesamte sonderpädagogische Ressource, die wir im Schulsystem haben, zur Verfügung. Also nicht nur das, was die FDP sich als schmales Kuchenstück ausgesucht hat, sondern die gesamte Ressource. Und wenn sich Eltern für den Förderort allgemeine Schule entscheiden, fließt die Ressource von den Förderschulen in den inklusiven Unterricht. Wenn Sie es nicht tun, bleibt sie in der Förderschule. Das ist eine konkrete Verbesserung zu dem Umsetzungskonzept, den Ihre Ministerinnen zu verantworten haben. Sie fragen, wie wollen wir Inklusion konkret umsetzen? Indem wir dafür sorgen, dass Förderschullehrkräfte mit vollem Stundendeputat an der allgemeinen Schule sind und nicht das fortsetzen, was Ihre Ministerin zu verantworten hatte, dass die nämlich immer nur mal mit 2-3 Stunden vorbeigeschaut haben und dann wieder weg sind. Eine konkrete Verbesserung für die Umsetzung von Inklusion. Wir wollen Inklusion verbessern, indem wir mit den inklusiven Schulbündnissen noch einmal 210 Stellen on top obendrauf legen, damit Netzwerkarbeit gemacht werden kann, damit die Schulen im Verbund arbeiten können. Das sind allein 3 konkrete Maßnahmen. Für mehr reicht leider die Redezeit nicht, wie wir Inklusion verbessern. Und Sie, Herr Kollege Greilich, und die FDP wäre glaubwürdig, wenn Sie auch Vorschläge machen würden für eine bessere Umsetzung der Inklusion. Wenn Sie aber sagen wollen, es ist uns zu schwierig und wir machen uns vom Acker, dann erreichen Sie gerade mal gar nichts, meine Damen und Herren. Danke schön, Herr Wagner. Für die SPD-Fraktion spricht nun Herr Degen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es läuft in der Tat nicht rund an den hessischen Schulen. Ich bin, das will ich zu Beginn wirklich sagen, der FDP dankbar, dass auch Sie den Punkt Belastungen, Überlastungen auf die Tagesordnung setzen, dass das nicht immer nur ein Thema ist, was wir anbringen. Denn hier gibt es wirklich viel zu sagen, meine Damen und Herren. Und es macht mich in der Tat oder es macht mich nachdenklich,
wenn ich verfolge, wie gerade die letzten Tage die schwindelnde Akzeptanz für inklusive Beschulung, aber auch für Ganztag und andere Projekte bei Lehrkräften sich niederschlägt, meine Damen und Herren. Das macht mich nachdenklich, das sollte uns alle nachdenklich machen. Ich will auch vorweg sagen, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass wir hier über die Belastungssituation sprechen werden. Wir Sozialdemokraten warten auf die Beantwortung einer großen Anfrage genau zu dem Thema Belastungen und Befristungen in der Arbeitswelt Schule. Auch das wird uns sicherlich bald wieder beschäftigen, meine Damen und Herren. Ich will zum Antrag der FDP sagen, das sehe ich relativ ähnlich wie die Kollegin Vollhaber. Bei den Schlussfolgerungen oder bei der Analyse bin ich erst einmal nah bei der FDP. Und da haben Sie wirklich den Finger in die Wunde gelegt. Bei den Schlussfolgerungen aber bin ich nicht ganz in allen Punkten mit Ihnen einer Meinung, meine Damen und Herren. Noch da muss ich sogar einmal dem Kollegen Wagner zur Seite springen. In der Tat ist es so, die Behindertenrechtskonvention wurde 2009 ist die in Kraft getreten. Genau 2009 ist die schwarz-gelbe Landesregierung, das war ja nicht nur gelb, das war ja auch schwarz, hier in Verantwortung gekommen. Und da waren fünf Jahre Zeit, nachdem die Konvention in Kraft getreten ist, sich darauf vorzubereiten, wohl wissend, dass wir einen Mehrbedarf an Lehrkräften für Förderschulen für Inklusion haben werden. Ich will aber auch sagen, das ist nicht nur Aufgabe des Kultusministeriums gewesen. Das war sicherlich auch Aufgabe des Wissenschaftsministeriums, da unter schwarzer Verantwortung dafür zu sorgen, dass mehr Lehrkräfte an den Universitäten ausgebildet werden, meine Damen und Herren. Man hätte genauso das Lehrerbildungsgesetz so ändern können, dass inklusive Grundkompetenzen Bestandteil der Lehrerausbildung jedweder Lehrämter ist, meine Damen und Herren. Auch das ist unter Schwarz-Gelb nicht passiert in Hessen. Nun sind aber 3,5 Jahre vergangen seitdem, und dann kommt der Ball auch wieder zu der Grünen Partei. Leider ist auch in den letzten 3,5 Jahren in Sachen Ausbildungskapazitäten, bis es jetzt wirklich eklatant wurde, nichts geschehen in Hessen, meine Damen und Herren. Die Überlastungsanzeigen sprechen eine deutliche Sprache. Die Brandbriefe oder auch die Frankfurter Erklärung vom 21. März, die die Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren an beruflichen Schulen, der Interessenverband Hessischer Schulleiter und die Vereinigung der Schulaufsichtsbeamten in Hessen zusammen mit der GEW verabschiedet haben, meine Damen und Herren. Die haben noch einmal sehr deutlich gesagt, dass eben die ausgeweiteten Aufgaben von Schulleitungen, der Schulaufsicht, genauso aber auch die Lehrkräfte, dass das nicht unter den aktuellen Ressourcenbedingungen verantwortlich so umzusetzen ist, meine Damen und Herren. Es gibt einen Mehraufwand für Inklusion, einen Mehraufwand für Ganztag, einen Mehraufwand für Seiteneinsteiger. Es gibt die Personalentwicklung, das Personalmanagement, Qualitätsentwicklung, Beschwerde- und Konfliktmanagement, vieles weiteres mehr, was einfach notwendig ist, um die Kooperation mit allen an Bildung Beteiligten ordentlich zu organisieren, meine Damen und Herren. Dafür fehlt es in der Tat an den ausreichenden Ressourcen in Hessen, meine Damen und Herren. Der Lehrermangel verstärkt diese ganze Belastungssituation noch mehr, weil Kollege Schwarz hat viel von Stellen gesprochen, die geschaffen wurden. Das wollen wir zum Teil ja gar nicht in Abrede stellen. Da konnten wir ja auch mit dran arbeiten. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie nicht die Lehrkräfte haben, die diese Stellen besetzen können, dann auf Pensionäre zurückgreifen, meine Damen und Herren, dann ist was nicht in Ordnung. Dann bringt auch jede Stelle am Ende nichts. In der Tat brauchen wir eine umfassende und auch schonungslose Bestandsaufnahme der Handlungsfelder von Schulleitungen, von Schulaufsicht und von Lehrkräften, meine Damen und Herren, um eben die Kernaufgaben zu identifizieren, diese mit einem Stundenkontingent, mit Bedarfen zu hinterlegen, in ihrer Wertigkeit anzuerkennen und auch mit einem zeitlichen Rahmen zu versehen. Deswegen haben sowohl die Liberalen als auch die Sozialdemokraten schon hier mehrfach beantragt, eine entsprechende Studie zu initiieren, wissenschaftlich neutral zu schauen, wie ist eigentlich der aktuelle Lehrkräftebedarf, ist eigentlich die Grundunterrichtsversorgung, die auf welcher Formel auch immer, von wann auch immer basiert, überhaupt noch zeitgemäß, meine Damen und Herren. Das haben Sie abgelehnt, das haben CDU und Grüne abgelehnt, und das zeigt davor nur, dass Sie offenbar Angst haben, was da rauskommen könnte, meine Damen und Herren. Wir können den Schulen nicht immer mehr Aufgaben aufbürden, ohne entsprechende Unterstützungs- und Entlastungssysteme zu etablieren.
Wobei ich auch sagen muss, das hat nicht nur etwas mit den Aufgaben zu tun, die hier beschlossen werden oder angesetzt werden. Es hat natürlich auch etwas zu tun mit eben verändertem Erziehungsverhalten, mit anderen Sozialisationsbedingungen von Schülerinnen und Schülern, mit einer veränderten Medienwelt. All das gehört dazu, und all dem muss eben Rechnung getragen werden, meine Damen und Herren. Jetzt will ich aber noch etwas sagen zu dem, was die Vertreter von Grünen und CDU gesagt haben, was vermutlich auch der Staatssekretär sagen wird. Das ist ja eigentlich immer wieder das Gleiche. Sie verweisen meistens auf Zahlen von 1999, die fast 20 Jahre her sind. Sie argumentieren mit statistischen Mittelwerten, mit irgendwelchen Allzeithochzahlen. Aber all das sagt doch nichts aus über die einzelne Schule, wo 3, 4, 5 Lehrerstellen nicht besetzt sind, wo sie überhaupt nicht die Fachkräfte bekommen, dort unterrichten zu lassen. Meine Damen und Herren, all das sagt nichts über die wirklichen Bedingungen vor Ort aus. Es ist nicht realitätsnah. Verstecken Sie sich nicht weiter hinter Zahlen und juristischen Klarstellungen, meine Damen und Herren. Finden Sie die Kraft endlich, das wäre der wirklich konsequente Schritt, ein Lehrerbildungsgesetz zeitnah auf den Weg zu bringen, das die notwendigen Herausforderungen anpackt und Rahmenbedingungen schafft, um eben die Lehrkräfte für alle Herausforderungen unserer Zeit auch fit zu machen, meine Damen und Herren. Und ich will, ich spreche heute nach dem Kollegen Wagner. Er konnte gar nicht fragen, was die Sozialdemokraten eigentlich wollen. Ich glaube, in dieser Frage sind wir sehr klar aufgestellt. Das Wesentliche ist natürlich, den Lehrermangel zu beseitigen. Wir sind mit den LINKEN die Einzigen, die die letzten Jahre nicht schuld daran sind, dass nicht ausreichend Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet wurden. Meine Damen und Herren, der Lehrermangel muss beseitigt werden, auch mit dem aktuellen Weiterbildungsprogramm, mit Anreizen und mit einem Programm, das es Lehrkräften auch attraktiv macht, diese Weiterbildungsmaßnahmen auch zu machen, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine reformierte Lehrerausbildung, das habe ich schon gesagt. Und da will ich noch einmal auch zurückkommen auf die Frage, wie zeitgemäß ist unsere Lehrerausbildung? In 6 Semestern Grundschullehramt, meine Damen und Herren, das habe ich hier schon mehrfach gesagt, können Sie all das, was heute notwendig ist, nicht in ein Studium packen. Wir brauchen eine Erhöhung der Studiendauer, optimalerweise für alle Lehrämter auf 10 Semester, was auch bedeutet, dass am Ende alle Lehrämter gleich bezahlt werden müssen, meine Damen und Herren. Das hat die Kollegin Faulhaber schon gesagt. Und ich hatte ja jetzt die Möglichkeit, noch einmal auch zu recherchieren zwischen dem Wortbeitrag von Kollegin Faulhaber. Ich glaube, wer immer war es, ich weiß nicht, wer es gerufen hat, wer das denn eigentlich macht. Das macht die CDU in Schleswig-Holstein. Jetzt künftig offenbar eine Regierungsbeteiligung. Denn die CDU in Schleswig-Holstein hat geschrieben in ihrem Wahlprogramm, wir werden die Einstiegsbesoldung der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer durch die Gewährung von Zulagen erhöhen und so schrittweise auf A13 anheben. Meine Damen und Herren, da sage ich richtig so. Das ist endlich einmal Gerechtigkeit für Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen ein vernünftiges Fortbildungswesen, weil wir natürlich auch die Lehrkräfte mitnehmen müssen, die wir aktuell haben. Das ist die Mehrheit, meine Damen und Herren. Das werden wir im nächsten Tagesordnungspunkt noch ausführlich behandeln. Und wir müssen zur weiteren Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer die Schulsozialarbeit endlich ausbauen. Auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der dazu beiträgt, dass die Akzeptanz für die Zukunftsaufgaben unserer Schulen auch wirklich erlangt wird, meine Damen und Herren. Wir zum Schluss noch zur Frage Ressourcenvorbehalt. Ich bin ja der Meinung, der Ressourcenvorbehalt steht nach wie vor im Schulgesetz, weil nach wie vor es den Schulämtern überlassen ist, am Ende zu sagen, ob die inklusive Beschulung genehmigt wird oder nicht, meine Damen und Herren. Aber auch da muss ich sagen, bin ich in der Tat beim Kollegen Wagner, hier den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, jetzt machen wir gar nichts mehr, kann auch nicht die Antwort sein, meine Damen und Herren. Hier müssen die notwendigen Bedingungen geschafft werden. Ich glaube, wenn man sich hier einig wäre und wenn man wirklich auch so handelt, wie man es immer in Gesetze schreibt, mit der Inklusion würden wir das auch erreichen, meine Damen und Herren. Bis dahin müssen wir Schulen, Lehrkräfte und Eltern mit den aktuellen Belastungs- und Überlastungssituationen ernst nehmen. Erwarte ich, dass auch das Kultusministerium Überlastungsanzeigen ernst nimmt, mit den Schulen spricht, mit denen wirklich nach Abhilfen sucht und nicht nur immer mit ihrer 105-%-Blase argumentiert und sich eben auf die besagten statistischen Werte zurückzieht, meine Damen und Herren.
Begegnen wir den Lehrkräften auf Augenhöhe, dann gewinnen wir auch mehr Akzeptanz für Inklusion, für Ganztagsschule und viele andere zukunftsorientierte Projekte. Danke sehr. Danke, Herr Degen. Für die Landesregierung spricht nun Staatssekretär Lösel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Unsere Lehrkräfte üben einen anspruchsvollen Beruf aus. Er setzt ein hohes Maß an Kompetenz und Professionalität voraus. Wie Vertreterinnen und Vertreter anderer ähnlich verantwortungsvoller Berufe sind auch unsere Lehrkräfte hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Ich freue mich deshalb, dass diese Debatte eine hohe Wertschätzung für die Arbeit an unseren Schulen zum Ausdruck bringt. Denn die Lehrkräfte leisten Großartiges, und ihr Einsatz sollte in einem großen Konsens nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Politik immer wieder gelobt werden. Und das geschieht heute hier. Vielen Dank dafür. Es bietet sich allerdings an, sich zu vergegenwärtigen, dass der Beruf des Lehrers schon immer mit besonderen Herausforderungen und Anforderungen verbunden ist. Die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen ist von jeher der Normalfall an den Schulen. Dennoch ist es unbestritten, dass das Maß an Heterogenität größer geworden ist. Nun wird vonseiten der Opposition das Bild eines stetigen Abwärtstrends gezeichnet. Sie erwecken den Eindruck, als habe sich die Ressourcenausstattung in den Schulen in den letzten Jahren verschlechtert. Das Gegenteil ist der Fall. Hessen stellt seinen Schulen kontinuierlich die für ihre Arbeit notwendigen Ressourcen zur Verfügung. Selbstverständlich verlangt die Beschulung der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, dass höhere Ressourcen bereitgestellt werden. Genau das haben wir getan. In den letzten beiden Jahren wurden fast 2.000 zusätzliche Lehrerstellen nur für diesen Bereich geschaffen. Diese Stellen werden den Schulen bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt, und zwar in passgenauer monatlicher Nachsteuerung. Das gab es in Hessen noch nie. Und dafür, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind uns unsere Schulen sehr dankbar. Erinnern Sie sich an die 90er. Hessen hat seinerzeit infolge der Balkankriege schon einmal eine hohe Zahl von Flüchtlingen aufgenommen. Auch damals kamen Tausende Kinder, Tausende Jugendliche ohne Deutschkenntnisse in unsere Schulen. Eine Ressourcenanpassung, wie unsere Schulen sie in den letzten beiden Jahren monatlich erhalten haben, gab es damals in keiner Weise. Und ebenfalls in keiner Weise gab es eine abgestimmte Sprachförderung. Unser heutiges Sprachförderkonzept hat ein vordringliches Ziel, das Erlernen der Bildungssprache. Nur wer die deutsche Sprache beherrscht, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat eine realistische Chance auf Bildung und auf Integration. Und, lieber Herr Degen, wenn Sie die 90er selbst ansprechen, denn ich glaube, weder Matthias Magner noch Armin Schwarz haben es getan, dann sollte man in der Tat einen kleinen Blick zumindest werfen auf die unsägliche Praxis der Lehrerzuweisung bis 1999. Aus 82%, aus 83%, aus 84% unter Hans Eichel wurden unter Roland Koch und vor allem Volker Bouffier, danke für die Steilvorlage, 105%. Und auch an diese Entwicklung, weg vom Schlusslicht hin zum Spitzenreiter unter der Ressourcenausstattung, erinnern sich unsere Lehrerinnen und Lehrer sehr gut, meine sehr geehrten Damen und Herren. Etliche weitere Maßnahmen über die 5% hinaus erhöhen den Gestaltungsspielraum unserer Schulen und entlasten die Kollegien, und das trotz der zwischenzeitlich eingeführten Schuldenbremse. Die Klassengrößen sind reduziert. Die Durchschnittsgrößen der Klassen liegen im Gymnasium mittlerweile unter 26, in der Realschule unter 23, in der Grundschule unter 20 und in der Hauptschule bei 14 Schülerinnen und Schülern. Diese Entlastung spüren unsere Lehrerinnen und Lehrer, und dafür sind sie dankbar, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Wir verteilen mittlerweile 480 Stellen zusätzlich über den Sozialindex. Wir haben die Vertretungsreserve aufgestockt auf über 300 Stellen. Und dann der Bereich Ganztag. Matthias Wagner und Armin Schwarz sind auf die zusätzlichen Ressourcen, die wir den Schulen in dieser Legislatur bereitgestellt haben, eingegangen. Nun zu dem im Antrag aufgeführten Punkt zusätzliche Lehrkräfte für Grund- und Förderschulen. Diese Thematik, Herr Greilich, betrifft alle Länder der Bundesrepublik. Wir diskutieren es sehr intensiv in den verschiedenen Gremien der Kultusministerkonferenz. In Hessen haben wir drei Maßnahmen eingeleitet. Zum Ersten die Reaktivierung von Pensionären bzw. das Verschieben des Ruhestands von Lehrkräften. Zum Zweiten die Programme zur Weiterqualifikation, zum einen für das Lehramt an Grundschulen, zum anderen für das Lehramt an Förderschulen. Und zum Dritten die Ausweitung von Ausbildungskapazitäten an unseren Hochschulen. All das wurde in diesem Hohen Haus vom Kultusminister bereits ausführlich dargelegt. Ich verzichte deswegen mit Blick auf die Zeit auf Details. Stattdessen möchte ich auf die beiden Themen eingehen, die sich ebenfalls durch den Antrag ziehen, die Inklusion und die Integration von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern. Zum Thema Inklusion nach dem hitzigen Wortgefecht zwischen Herrn Greilich und Herrn Wagner zunächst noch einmal zu den Fakten. Die Förderschulbesuchsquote ist von 4,28% im Vorjahr auf 4,11% in diesem Schuljahr gesunken. Diesem behutsamen Rückgang steht eine deutliche Steigerung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler gegenüber, die an allgemeinen Schulen inklusiv beschult werden, von 7.903 im Vorjahr auf 8.285 in diesem Jahr. Bei allen Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist aber eines sicher. Unsere Förderschulen bleiben erhalten. Das Wahlrecht der Eltern muss doch in beide Richtungen gelten, genauso wie Eltern das Recht haben sollen, ihr Kind mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung inklusiv beschulen zu lassen. Genauso muss Eltern, die für ihr Kind eine Förderschule wünschen, diesen Eltern die Möglichkeit gewährt werden, ihr Kind auch weiterhin an einer unserer hervorragenden hessischen Förderschulen beschulen zu lassen. Es gibt in Hessen eben keine Brechstange, es gibt keine Zwangsinklusion und es gibt keine Zwangsabschaffung von Förderschulen, sondern eine dem Kindeswohl entsprechende Lösung. Eltern dürfen entscheiden, was das Beste für ihr Kind ist. Dabei werden sie von unseren Fachleuten in den Schulen, in den Beratungs- und Förderzentren von Beginn der Schulanmeldung an beraten. Wahlfreiheit heißt, wir erhalten die Förderschulen mit ihrer hohen Expertise, und gleichzeitig schaffen wir Möglichkeiten zur Stärkung der Inklusion. Dabei überfordern wir weder die Schulen noch die Schulträger. Und genau deswegen haben wir doch im Schulgesetz die inklusiven Schulbündnisse verankert. In den inklusiven Schulbündnissen werden alle Entscheidungsträger vor Ort an einen Tisch geholt, die Schulträger, die Schulen, die Eltern und die regionalen Förderzentren. Dieser gemeinsame Tisch ist der Ort, an dem alle gemeinsam nach den bestmöglichen Fördermöglichkeiten für das Kind suchen. Und dieser Tisch ist auch der Ort, an dem die Ressourcen dem Bedarf nach verteilt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und abschließend zur Beschulung der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Wir gehen nicht davon aus, dass Alphabetisierung, wie es im Antrag der FDP formuliert ist, zu den Grundfähigkeiten einer jeden Lehrkraft zählen muss. Wir haben auf dem Erlassweg geregelt, dass die für Intensivklassen neu eingestellten Lehrkräfte eine verpflichtende Fortbildung in Deutsch als Zweitsprache erhalten. Darüber hinaus stehen für alle anderen Lehrerinnen und Lehrer, die einen Bedarf sehen, für sich selbst freiwillige Förder- und Fortbildungsangebote zum Thema Alphabetisierung zur Verfügung. Ebenso ist das Thema Bestandteil in der zweiten Phase der Lehrerausbildung, zum einen im Rahmen eines Moduls Diagnostizieren, Fördern, Beurteilen und zum anderen in einem integrierten Ansatz, der über alle Module hinweggeht.
Solange der aktuelle Bedarf besteht, bieten wir darüber hinaus am Ende des Referendariats auch weiterhin die Basisqualifizierungen in Deutsch als Zweitsprache für alle Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst an. Das machen wir seit anderthalb Jahren. Das machen wir mit einer großen Kohorte, und das machen wir auch sehr erfolgreich. Und deswegen abschließend: Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir bilden unsere Lehrerinnen und Lehrer aus, fort und weiter dort, wo es gewünscht und dort, wo es nötig ist. Und wir geben unseren Schulen durch unsere Ressourcenzuweisung auch in Zukunft die Möglichkeit, hervorragenden Unterricht zu machen. Haben Sie besten Dank. Danke, Herr Staatssekretär. Als Nächster hat sich Herr Greilich, FDP-Fraktion, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin ja ganz dankbar, dass immerhin auch Herr Kollege Wagner eingeräumt hat und Herr Staatssekretär Dr. Lösel es noch einmal erwähnt hat, was wir in der letzten Wahlperiode geschafft haben, dass wir in der Tat in einer schwarz-gelben Koalition eine Lehrerversorgung von 105 geschaffen haben. Ganz nebenbei haben wir dann auch den Sozialindex geschaffen, eine wichtige Geschichte. Ich habe hier an dieser Stelle schon mehrfach gesagt, wir als Freie Demokraten sind sehr froh, dass die Koalition zunächst einmal jedenfalls nicht an diese Errungenschaft herangegangen ist, sondern dass sie auch auf die wachsenden Probleme mit den zu großen Flüchtlingszahlen reagiert hat und zusätzliche Lehrerstellen geschaffen hat. Da waren wir immer an Ihrer Seite, werden wir auch an Ihrer Seite bleiben. Nur der kleine Unterschied zur letzten Wahlperiode, und ich weiß mich da auch einig mit zahlreichen Mitgliedern der CDU-Fraktion, die hier sicherlich aufmerksam zuhören, der kleine Unterschied war, wir haben trotz der massiven Angriffe der GRÜNEN, insbesondere von Herrn Kollegen Wagner, immer darauf verwiesen, dass es nicht geht, alles auf einmal zu erledigen. Wir haben immer darauf hingewiesen, die Ressourcen müssen aufwachsen. Wir lassen sie aufwachsen, aber nur in dem Maße, wie wir sie aufwachsen lassen, können wir auch zusätzliche Inklusionsleistungen, ganz nebenbei auch nur zusätzliche Ganztagsleistungen bringen. Das ist der Tatbestand. Das ist alleine der Tatbestand. Und das haben Sie über Bord geworfen. Sie sagen jetzt, alles ist möglich, alles muss möglich sein. Und wer muss es bezahlen? Wer trägt die Last? Es sind die Lehrerinnen und Lehrer, die das vor Ort Tag für Tag umsetzen müssen oder versuchen müssen, es umzusetzen und es einfach nicht können, weil die Ressourcen dafür nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Das ist der einzige Punkt, worüber wir diskutieren, Herr Kollege Wagner. Es geht auch nicht um die Frage, dass man die Ressourcen nicht aufwachsen lassen will. Natürlich wollen wir das. Und im gleichen Maße kann man Inklusion ausdehnen. Aber man kann es nicht mit der Brechstange machen. Und, Herr Dr. Lösel, es reicht, ist ja schön, wenn Sie Zahlen referieren. Die stimmen, soweit ich das im Moment verfolgen konnte, auch alle. Das ist alles okay. Nur Sie können doch nicht die Realität an den Schulen ausblenden. Sie müssen einmal hingehen an die Schulen und sich von den Lehrerinnen und Lehrern schildern lassen, wie es dort aussieht. Ich habe gerade heute, deswegen habe ich das iPad hier mit vorgebracht, einen Brief bekommen von einer Lehrerin. Der ist exemplarisch für alles das, was wir ständig hören und was Sie, wenn Sie in die Schulen gehen und dort einmal nachfragen, wie es ist, auch an allen Schulen so beschrieben bekommen, mit unterschiedlichen Varianten, bei dem einen überwiegen die Probleme, beim anderen andere. Aber ich will nur einmal ein paar Sätze zitieren. Das heißt dort, die Unterrichtssituation in vielen Klassen unserer Schule hat sich aufgrund der zusätzlichen Beschulung von Flüchtlingskindern inzwischen in einem Maße verändert, welches mit einem geordneten, konstruktiven Lernumfeld nicht mehr vereinbar ist. Dies liegt zum einen daran, dass die pädagogischen Rahmenbedingungen an der XY-Schule durch die besondere Situation vieler Kinder und Eltern bereits in der Vergangenheit sehr schwierig war. So gibt es einerseits Kinder, die inklusiv beschult werden, andererseits weitere zahlreiche Kinder, die aufgrund ihrer persönlichen oder familiären Situation einen besonderen Förderbedarf haben. Die hierfür zur Verfügung stehenden Stunden von Sonder- und Sozialpädagogen reichen bei Weitem nicht aus, um den notwendigen Bedarf zu decken. In meiner aktuellen Klasse, die ich als Klassenlehrerin leite, befinden sich 13 regulär eingeschulte Schülerinnen und Schüler. Hiervon weisen 5 Schülerinnen und Schüler einen besonderen Förderbedarf aus.
Im Zuge des letzten und des laufenden Schuljahres habe ich sukzessive 8 Flüchtlingskinder in meine Klasse hinzubekommen, hiervon 7 alleine ab dem 30. Januar 2017. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Der Brief ist noch sehr lang und schildert zahlreiche Unbilden, die mit dieser Situation verbunden sind. Aber das Entscheidende, was Sie zur Kenntnis nehmen müssen und was Sie nicht verleugnen können, die Lehrerinnen und Lehrer halten es nicht mehr aus. Sie schaffen es nicht mehr, was sie ihnen abverlangen. Und deswegen müssen sie umsteuern. Und das ist das Begehren, das wir als Freie Demokraten verfolgen. Danke, Herr Greilich. Wir sind jetzt am Ende dieser Debatte angelangt. Aber mit einem Blick auf die nächsten Tagesordnungspunkte debattieren wir fröhlich weiter.